Wir haben unser Technologieschema jetzt mit den Bezeichnungen des Regelkreises überlagert. Leider lässt das ein bisschen an Übersichtlichkeit zu wünschen übrig. Wenn wir nur die Regelung betrachten wollen, empfiehlt es sich daher, alles andere auszublenden und die Teile, die zum Regelkreis gehören, schematisch darzustellen. Diese Darstellung nennt sich Wirkungsplan des Regelkreises. Beginnen wir mit dem Prozess. Vom Prozess interessiert uns nur der Teil, in dem wir regeln wollen, also der Füllbehälter an sich im Bereich zwischen den Ventilen Y1 und Y2. Das ist unsere Regelstrecke. Aus regelungstechnischer Sicht beginnt sie dort, wo wir eine Störgröße stellen, also beim Ventil Y1. Und sie endet dort, wo wir die Regelgröße messen, also am Schwimmer. Die Frage ist, ob das Stellglied zur Regelstrecke gehört oder zur Stelleinrichtung. Störungen am Ventil würden die Regelgröße beeinflussen, also gehört sie mit zur Regelstrecke. Sie ist aber gleichzeitig Teil der Stelleinrichtung. Aus regelungstechnischer Sicht ist die Füllhöhe die Ausgangsgröße der Regelstrecke. Das darf man nicht verwechseln mit der Ausgangsgröße des Prozesses, das wäre hier nämlich Q2. Der Prozess an sich, der ursprüngliche, befasst sich mit Energie oder mit Materialflüssen, der Regelkreis befasst sich mit Informationsflüssen. Und die Information, die wir brauchen, ist die Füllhöhe H. Der Messaufnehmer oder Sensor erfasst die Regelgröße X, also hier H. Sie ist die Eingangsgröße des Messumformers. Unser Messumformer, hier der Widerstand, wandelt uns die Eingangsgröße X in eine Spannung um. Das ist die Rückführgröße XR. Nun muss die Rückführgröße mit dem erwünschten Wert der Führungsgröße W verglichen werden. Wir erzeugen die Führungsgröße als UW zufällig über den gleichen Widerstand wie die Rückführgröße, aber das muss nicht so sein. Wir können sie auch ganz anders erzeugen. Der Vergleicher bildet die Regeldifferenz E, bei uns ist das die Spannungsdifferenz Delta U. E ist die Eingangsgröße der Regelfunktion, YR ist die von der Funktion erzeugte Ausgangsgröße. Sie geht wiederum auf den Stellantrieb, der daraus das Stellsignal Y für das Stellglied erzeugt. Hier das Ganze nochmal ordentlicher. Übersichtlich wird es aber erst, wenn man den unterliegenden Prozess ausblendet. So. Der Wirkungsplan ist jetzt so allgemein, dass er zu jedem beliebigen Prozess passt. Wir können ihn also erst einmal jedem regelungstechnischen Problem zugrunde legen. Damit aber der dazugehörige Prozess überhaupt erkennbar ist, sollte man das Schema entsprechend beschriften. Exerzieren wir das einmal durch. Unsere Regelstrecke ist der Füllbehälter. Und die Regelgröße, die wir zu erfassen wünschen, ist die Füllhöhe H. Wir erfassen sie über einen Schwimmer, der uns im Prinzip eine Länge gibt. Diese Länge wird in eine Spannung am Messumformer, also am Widerstand, umgeformt. Wir haben also die Spannung UM als Rückführgröße. Wir geben als Führungsgröße eine weitere Spannung UW vor. Die Differenz zwischen diesen beiden Spannungen, Delta U, ist unsere Regeldifferenz. Das ist die Eingangsgröße von der Regelfunktion. Die Regelfunktion gibt uns wiederum auch eine Spannung UA raus, die auf einen Motor, unseren Stellantrieb, wirkt. Die Ausgangsgröße des Motors wird wahrscheinlich eine Achsendrehung, also eine Drehzahl N sein, die entsprechend auf das Stellglied Y1 wirkt. Damit ist bei uns der Regelkreis geschlossen. Der Signalfluss in unserem Regelkreis läuft hier also gegen Uhrzeigersinn. Man kann das Ganze auch umgekehrt darstellen, also dass es in Uhrzeigersinn ist. Das sieht dann so aus. Dann läuft der Signalfluss also in Uhrzeigersinn. Die Reihenfolge der Baugruppen des Regelkreises bleibt aber identisch. Die Darstellung ist also nur gespiegelt. Ich persönlich bevorzuge die Darstellung in Uhrzeigersinn, aber das ist Geschmackssache. Damit hätten wir den Wirkungsplan des Regelkreises kennengelernt.